Es ist Donnerstag, der 30. Juli 2015. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Guten Abend. Mein Name ist Volker Reusing. Im Juni 2015 ist das Volksbegehren für den EU-Austritt in Österreich, hat es die erforderliche Unterschriftenzahl erreicht. Und zwar erforderlich wären gewesen 100.000 Unterschriften. Stattdessen sind sogar 261.159 Unterschriften zusammengekommen. Damit ist das Volksbegehren über einen Austritt Österreichs aus der Europäischen Union das zweiterfolgreichste Volksbegehren gewesen in den letzten 10 Jahren in Österreich. Ich beziehe mich damit auf die Meldung von der Presseagentur OTS APA mit dem Namen Großer Sieg der unabhängigen Bürgerbewegung. Wir haben daraufhin ein Interview gemacht mit Frau Inge Rauscher, die Obfrau des Volksbegehrens ist und ansonsten die Initiative Heimat und Umwelt in Österreich vertritt. Haben wir dieses Interview aufgezeichnet. Das hören Sie nachher. Wir haben dazu auch nochmal in die österreichische Verfassung geschaut. Und was wir Ihnen auch nicht vorenthalten wollen, ist, dass österreichische Presseorgan Die Presse informiert hat am 6.7., dass die österreichische Koalition die Volksabstimmung erstmal auf Eis legt. Und da fragt man sich natürlich, wie geht denn das? Und dann haben wir einmal einen Blick in die österreichische Verfassung geworfen. Das findet man zum Beispiel, also das Buch, wo wir es nachgeschlagen haben, ist ein Buch vom Beck Verlag, Verfassung der EU-Mitgliedstaaten. In Artikel 41 Absatz 2 steht, dass jeweils 100.000 Stimmberechtigte oder ein Sechstel der Stimmberechtigten von 3 Bundesländern, hier eben mehr als 100.000, ein Volksbegehren machen können. Und dann ist das dem Nationalrat, also dem Parlament, zur Behandlung vorzulegen. Da steht nicht ausdrücklich, dass sie eine Volksabstimmung machen müssen, aber sie müssen darüber entscheiden. Das Volk hat hier also ein Initiativrecht in Österreich. Und ja, im Moment haben sie es erstmal auf Eis gelegt, was natürlich brisant ist, da die EU über zahlreiche völkerrechtliche Verträge verhandelt, vor allem unter dem Namen Freihandel wie TTIP, also Freihandel EU und USA. Und dann mit Kanada CETA und dem Vertrag TISA mit über 20 einzelnen Staaten verhandelt da die EU, wo es darum geht, dass man das, was man bei diesen ganzen Freihandelsverträgen macht, an Privatisierung nicht mehr rückgängig machen kann. Oder was man über Staateninsolvenzverfahren des ESM macht oder was man über den Lissabon-Vertrag macht an Privatisierung, dass man das nicht mehr rückgängig macht und dass man es dauerhaft vom Privat machen lassen muss. Ja, und auch, dass die Österreich militärisch eingebunden ist bei der EU und dass die EU Sanktionen macht gegen verschiedene Staaten. Das sind historische Dinge, die geschehen, während noch nicht darüber entschieden worden ist und Österreich weiterhin mit dabei ist und die Bürger noch nicht die Gelegenheit bekommen haben, zu entscheiden mit ihrem Votum, ob sie bei all diesen Dingen auch mit dabei sein wollen. Die weiteren Vorschriften, wenn Sie in der österreichischen Bundesverfassung nachlesen wollen, zu Volksabstimmungen, finden Sie in Artikel 43, 45, 46 und 49b. Unter welchen Voraussetzungen, mit welchen Abstimmungsquoren das Parlament wiederum dann die Entscheidung über die Fragen dem Volk vorlegt, wie viel Abgeordnete es dafür braucht. Ja, da blickt man fast etwas neidisch nach Österreich, wenn man sich anschaut, wie es bei uns in Deutschland ist. In unserem Grundgesetz in Deutschland ist es zwingend vorgeschrieben, nur wenn man eine neue Verfassung machen will, in Artikel 146 und in Artikel 29, wenn man die Bundesländer neu gliedern will. Aber als Möglichkeit ist es in Deutschland so, dass die Möglichkeit, Volksabstimmung einzuführen, weit darüber hinausgeht, denn es steht unantastbar in der Ewigkeitsgarantie im Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz drin. Und es braucht nur eine einfache Mehrheit, ein Gesetz dafür zu machen. Und dass man Volksabstimmung mehr wollte als das, was bisher einfach gesetzlich verwirklicht ist bei uns,
findet man unter anderem daran, dass dieses Wort Abstimmung aus Artikel 20 herausgenommen werden sollte, dass es eine Abstimmung gab und das abgelehnt worden ist im Parlamentarischen Rat. Und zwar war das am 6.5.1949 in Plenarsitzung, hat Heinrich von Brentano das beantragt, eine Fassung, wo das Wort Abstimmung nicht enthalten ist. Und das wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Siehe zum Beispiel den Moment. Siehe zum Beispiel Spiegelartikel, Ausgabe 17, 1986, die Seiten 87 und 90, Moment, mit dem Titel Der Souverän ist nicht souverän. Also, dass das, was im Grundgesetz im Parlamentarischen Rat gewollt worden ist, auch ein Gesetz zu machen für Volksabstimmung, bei uns noch nicht verwirklicht worden ist. Da sind die Österreicher um einiges weiter, dass zumindest ein Initiativrecht zwingend in der österreichischen Verfassung enthalten ist. Weitere Informationen dazu, wie weit Volksabstimmungen in Deutschland maximal gehen können, finden Sie unter anderem Abschnitt 3.10.1 Verfassungsbeschwerden von meiner Frau Sarah Lucia Hasselreusing, 30.06.2012, die sie eingelegt hat. Ja, nun bitte ich um Abspielen des Interviews. Danke. Es ist Samstag, der 4. Juli 2015. Sie hören ein Interview für die Sendung Macht und Menschenrechte und auf Jungle Drum Radio und für unser Politikblog. Es geht um das österreichische Volksbegehren für österreichischen EU-Austritt. Ich werde gleich mit Frau Inge Rauscher sprechen, die Obfrau ist für das Volksbegehren und außerdem die Initiative Heimat und Umwelt aus Österreich leitet. Zuerst möchte ich aber noch eine Pressemitteilung zitieren, die von zwei UNO-Sonderberichterstattern ist, aus Anlass eines Volksbegehrens in Griechenland, was da morgen stattfindet, aber was, denke ich, für Volksbegehren auch zu Europa auch relevant ist, auch für Österreich, und das würde ich gerne einmal vorlesen. Da steht, hat den Titel vom 30. Juni: UN Human Rights Experts Welcome a Greek Referendum and Call for International Solidarity. UNO-Menschenrechtsexperten heißen willkommen griechisches Referendum und verlangen internationale Solidarität. Genf, 30. Juni 2015. Zwei Menschenrechtsexperten begrüßten heute die Abhaltung eines Referendums in Griechenland zur Entscheidung durch demokratisches Verfahren über den Pfad, welchen die Griechen zur Lösung der griechischen Wirtschaftskrise ohne Verschlimmerung der Menschenrechtssituation. Die unabhängigen Experten zur Förderung einer demokratischen und gleichheitsgerechten internationalen Ordnung, Alfred Desaias, und zu Menschenrechten und internationaler Solidarität, Virginia Dandan, betonten, dass viel mehr auf dem Spiel steht als Schuldenrückzahlungsverpflichtungen, und äußert folgend einer Warnung, welche früher diesen Monat veröffentlicht worden ist, durch den unabhängigen Experten der UNO zu ausländischer Verschuldung und Menschenrechten, Juan Pablo Borislavski. Zitat: Alle Menschenrechtsinstitutionen und Mechanismen sollten willkommen heißen, das griechische Referendum als einen eloquenten Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts des griechischen Volkes gemäß Artikel 1 des UNO-Zivilpaktes und gemäß Artikel 25 UNO-Zivilpakt zur öffentlicher Teilhabe. In der Tat, eine demokratische und gleichheitsgerechte internationale Ordnung erfordert Teilnahme aller betroffenen Interessenvertreter in der Entscheidungsfindung und Respekt für ein ordentliches Verfahren, welches am besten erreicht werden kann durch internationale Solidarität und einen Menschenrechtsansatz zur Lösung aller Probleme, einschließlich Finanzkrisen. Es ist enttäuschend, dass IWF und EU gescheitert sind darin, eine Lösung zu erreichen, welche keine zusätzlichen schrittlichen Sparmaßnahmen erfordert. Einige Führungspersönlichkeiten haben
Unzufriedenheit ausgedrückt mit der Idee eines Referendums in Griechenland abzuhalten. Warum? Referenden sind in den besten Traditionen demokratischer Governance. Niemand kann erwarten, dass ein Premierminister von Griechenland seine Verpflichtung widerruft, die er gemacht hat, dem Volk gegenüber, die ihn gewählt haben, mit einem klaren Mandat zu verhandeln, eine faire Lösung und nicht die griechische Demokratie abzuwickeln und weiterer Arbeitslosigkeit und sozialer Misere zu führen, kapitulieren gegenüber einem Ultimatum, welches weitere Sparmaßnahmen auferlegt der griechischen Bevölkerung, wäre unvereinbar mit dem demokratischen Vertrauen, welches gesetzt worden ist in den griechischen Premierminister durch das Wahlvolk. Natürlich, jeder Staat hat natürlich die Verantwortung, die Wohlfahrt aller Personen, die unter seiner Herrschaft leben, zu schützen. Dies umfasst haushaltsmäßige und auch fiskalische Souveränität und regulatorischen Spielraum, welcher nicht von auswärtigen Akteuren zu sehr beschränkt werden darf, ob es nun Staaten, intergouvernementale Organisationen oder Gläubiger sind. Artikel 103 UNO-Charta bestimmt, dass die Bestimmung der Charta Vorrang haben vor allen anderen Verträgen. Daher darf kein Vertrag oder Kreditvereinbarung ein Land zwingen, die bürgerliche, kulturelle, wirtschaftliche, politische oder soziale Rechte der Bevölkerung zu verletzen. Kann eine Kreditvereinbarung die Souveränität eines Staates negieren. Jegliche Vereinbarung, welche das verlangen, solch eine Verletzung von Menschenrechten verlangen würde und vom Völkergewohnheitsrecht ist gegen die guten Sitten. Und daher null und nichtig gemäß Artikel 53 Wiener Vertragsrechtskonvention. Eine demokratische und gleichheitsgerechte internationale Ordnung erfordert ein handelsmäßiges und finanzielles Regime, welches ermöglicht die Verwirklichung aller Menschenrechte. Intergouvernementale Organisationen müssen fördern und dürfen unter keinen Bedingungen hindern die Erreichung der Vielzahl der Menschenrechte. Auslandsschulden sind keine Entschuldigung, abzuweichen von menschenrechtlichen Verpflichtungen oder Rückschritte zu verursachen, welche Artikel 2 und 5 des UNO-Sozialpaktes verletzen. In 2013 stellte der unabhängige Experte zu Auslandsschulden und Menschenrechten fest, dass die Politik der Sparmaßnahmen, die angenommen wurde, zur Sicherung zusätzlicher Finanzierung durch IWF, EU-Kommission und EZB die griechische Wirtschaft in Rezession gedrängt hatte und allgemein unterminiert hatte den Genuss der Menschenrechte, vor allem der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. Dies ist der Moment für die internationale Gemeinschaft, Solidarität mit dem Volk von Griechenland zu demonstrieren, seinen demokratischen Willen zu respektieren, wie er in einem Referendum ausgedrückt wird, und proaktiv ihnen aus der Finanzkrise zu helfen, welche einen größeren Grund findet in der finanziellen Schmelze 2007 bis 2008, wofür Griechenland keine Verantwortung trägt. In der Tat, Demokratie bedeutet Selbstbestimmung. Selbstbestimmung verlangt oft Referenden auch in Griechenland. Zitat Ende. Ja, ich darf nun ganz herzlich Frau Rauscher begrüßen im Interview. Herzlichen Dank, Frau Rauscher, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Das, was jetzt zwei Menschenrechtsexperten der UNO zu Demokratie gesagt haben, zu Griechenland, hier jetzt bezogen bei universellen Menschenrechte auf das Menschenrecht, was dem Wahlrecht entspricht, und das Menschenrecht auf Selbstbestimmungsrecht der Völker, das passt ja eigentlich auch zu Österreich. Ja, also erstmal ein herzliches Grüß Gott aus Österreich zu Ihrem Sender. Ja, das ist natürlich sehr interessant, diese Stellungnahme. Professor De Zijers ist uns ja auch gut bekannt hier in Österreich von vielen Kongressen und Veranstaltungen her. Er ist sicher ein fundierter Kenner der Menschen- und Völkerrechte und auch ein sehr gerechtigkeitsliebender und fairer Mensch gegenüber allen Völkern. Das ist für uns sehr interessant. Ich würde Sie auch bitten, uns diese Stellungnahme zukommen zu lassen, damit wir sie hier in Österreich auch verbreiten können. Und sie trifft natürlich auch ziemlich den Kern der heutigen Gesamtproblematik, nicht nur was die EU betrifft, sondern generell. Ich denke da an das Freihandelsabkommen der EU mit den USA, das uns ja auch droht. Das ist ja, betrifft ja genau dieses Spannungsfeld zwischen der Macht der internationalen Konzerne, die ja mit dem Finanzsystem eng verbunden sind, und eben den Bedürfnissen der Menschen und Völker. Früher war es
quasi der Adel und die Kirche, die die Menschen unterdrückt haben. Heute sind es die internationalen Konzerne mit ihren verlängerten Armen in den Regierungen und vor allem auch in der EU-Kommission in Brüssel. Und es ist gut, wenn von derart unabhängiger Seite Stellungnahmen kommen, die die Position der Menschen und der Bürger stärken und nicht der Kräfte, die diese heute unterdrücken. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, die Menschen in Österreich, die jetzt ihr EU-Austrittsvolksbegehren unterstützen, sind sehr stark bewegt, vor allem von diesen in Verhandlung befindlichen Freihandelsverträgen, noch stärker als von zum Beispiel vom ESM, weil sie davon stärker betroffen sind, nicht in solchen Haushaltsnöten wie Griechenland. Ja, das ist zweifellos richtig. Das ist auch in der größten österreichischen Tageszeitung sehr stark thematisiert worden in den letzten Monaten, dieses Freihandelsabkommen. Dadurch ist es den Leuten stärker präsent als eben die Haftungsverpflichtungen für die sogenannte Euro-Rettung, die ja eigentlich in Wahrheit eine Bankenrettung darstellt. Aber das könnte uns ja auch noch blühen. Die Lage in Griechenland ist ja gar nicht so ein Sonderfall, wie sie da heute hingestellt wird. Es haben ja die anderen Staaten auch gewaltige Schulden. Und auch Österreich hat ja einen Schuldenrekord derzeit, der ja so hoch ist, wie er noch nie in unserer Geschichte war. Und wenn man sich Staaten wie zum Beispiel die USA oder Großbritannien ansieht, Sie werden das wahrscheinlich sogar besser wissen als ich, dann ist ja deren Schuldenstand ja auch beträchtlich und die hätten eigentlich im Grunde genommen dieselben Befürchtungen, wie es jetzt Griechenland hat. Aber da spielt natürlich auch die große Politik eine Rolle. Griechenland ist NATO-Stützpunkt und als solcher soll es ja unbedingt auch in der EU und im Euro gehalten werden, damit hier also dieses Drohszenario, was ja da reihum jetzt auch gegen Russland läuft, also weiter aufrechterhalten bleiben kann. Das spielt eine große Rolle auch bei der jetzigen Lage von Griechenland, nicht? Sie sprechen vom Drohszenario gegenüber Russland. Das heißt, es bewegt also auch viele Menschen, dass Österreichs verfassungsmäßige Verpflichtung zur Neutralität im Spannungsfeld zu den EU-Vorschriften zur gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, wo man ja sich in Krisen einmischen kann und für die Werte der EU in aller Welt einmarschieren kann, wenn man jetzt nur diese Vorschriften für sich genommen nimmt. Ja, ja, das ist genau der Punkt, nicht? Die Neutralität ist in Österreich stark verankert in der österreichischen Bevölkerung. Sie war ja die Grundlage eigentlich dafür, dass die Österreichische Republik wiedergegründet werden konnte. Und sie ist auch ein Weg zum Frieden. Sie ermöglicht uns ja, eine Stimme mehr in der Welt zu sein, die für die Einhaltung des Völkerrechts eintritt und für Gerechtigkeit allen Staaten gegenüber, nicht nur bestimmten. Heute haben wir ja in der Außenpolitik überall das Problem des Messens mit zweierlei Maß. Was die einen dürfen die anderen noch lange nicht. Stichwort Atomfrage und so weiter. Also die Neutralität ist eben ein Weg zu dieser gerechteren Beurteilung aller Staaten in der Welt. Und es sollte unbedingt aufrechterhalten bleiben. Und das wollen wir auch. Das ist ja einer der Hauptgründe auch gewesen für das EU-Austrittsvolksbegehren, dass wir wieder den Weg zurück oder vorwärts, wenn man so sagen möchte, zu einer wirklich gelebten Neutralität finden, die ja nach wie vor in der österreichischen Bundesverfassung verankert ist, die aber nicht mehr gelebt wird, seitdem wir EU-Mitglied sind, weil da geht das eben auch nicht. Also wir wollen da unbedingt wieder zurück und das ist etwas, was sehr viele Menschen auch mittragen und es ist ihnen eben vor allem der Verlust der Neutralität jetzt aufgefallen in den letzten ein, zwei Jahren im Zusammenhang mit der Politik der EU gegenüber Russland. Vorher haben die Menschen bei uns das gar nicht so richtig gespürt, weil das so schleichend irgendwie gegangen ist mit der Teilnahme an den Battlegroups der EU und so weiter. Das ist etwas, was man ja noch nicht so mit freiem Auge sieht. Aber dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland, den haben jetzt alle gemerkt. Und vor allem natürlich auch die betroffenen Wirtschaftsbereiche. Und da ist es vielen Menschen aufgefallen, dass das eine Politik ist, die mit friedlicher Entwicklung nichts mehr zu tun hat. Ist auch ein Unterschied, ob man auf Einladung der Regierung des Tschad vor einigen Jahren österreichische Soldaten dorthin schickt im Rahmen der EU, aber mit Einladung der deutschen, ich habe versprochen, der tschadischen Regierung, oder ob man
über das EU-Recht auf Konfrontationskurs gegenüber einer Atommacht geschickt werden kann. Ja, natürlich nicht. Und vor allem, da muss man ja auch die österreichische Geschichte sehen, nicht? Wir sind ja in zwei Weltkriegen gegen Russland gestanden und die Folgen waren für alle Menschen derartig verheerend. Das haben ja unsere Eltern und Großeltern erlebt. Und das ist natürlich in den Familien noch stark vorhanden. Also nur den Gedanken an einen neuen Krieg mit Russland überhaupt zu hegen, irgendwo, wie das ja von führenden Politikern aber geschieht. Nicht? Das ist ja in der österreichischen Bevölkerung ja also ein derartiges Schreckgespenst, zu Recht natürlich, ja, dass man also da jetzt schon die Gefahr erkannt hat, auch ganz einfache Menschen, die sich sonst nicht mit politischen Dingen beschäftigen. Ich habe bei Alles Schall und Rauch gelesen, einem sehr bekannten schweizerischen Online-Medium, dass die noch nachgefragt haben, warum die deutsche Verteidigungsministerin da war. Und sie hat dort einen Vortrag gehalten zur europäischen Sicherheitsstrategie, die halt Gummivorschriften für Militärintervention hat, Artikel 42, 43, EU-Vertrag vor allem, und in Verbindung mit der EU-Sicherheitsstrategie. Die gleiche deutsche Verteidigungsministerin steht auch dafür, den Parlamentsvorbehalt, also dass es unbedingt der Zustimmung des Deutschen Bundestags unterliegt, wenn deutsche Truppen im Ausland aktiv werden, dass sie das nach der Sommerpause, in welchem Ausmaß auch immer, das ist noch nicht so präsentiert worden, aufweichen will. Und sie ist bei der diesjährigen Bilderberg-Konferenz gewesen und hat da über EU-Sicherheitsstrategie gesprochen, wo auch der NATO-Generalsekretär war. Und die NATO verlegt Truppen weiter nach Osten in ihren Gebiet. Das sieht danach aus, dass es die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man, wenn es zum Konflikt kommt, auch die nicht in der NATO befindlichen EU-Mitgliedstaaten dort hineinziehen kann. Naja, freilich, das ist ja genau die Gefahr, die da jetzt droht. Man kann sich da eben nicht abschotten. Das ist ja genau das Problem auch bei der EU. Es werden alle mit hineingezogen, die da irgendwie mit dabei sind. Schon in dem Moment, wo es eine gemeinsame Außenpolitik, so heißt sie ja auch oft offiziell, der EU gibt, bedeutet das, dass diese für alle Mitgliedstaaten gemacht wird und dass sich ein Mitgliedstaat keine eigene Außenpolitik mehr machen kann. Und das ist aber die Voraussetzung selbstverständlich für eine gelebte Neutralität. Denn diese ist ja in erster Linie ein außenpolitisches Instrument. Also schon von den Begriffen her kann man das nicht verbinden. Und bei der NATO muss man natürlich auch sehen, die NATO war ursprünglich ein Verteidigungsbündnis, hat sich aber das Recht zum Angriffskrieg in der Zwischenzeit gegeben, wie auch die EU selbst auch. Das hat der Professor Schachschneider sehr deutlich in seinen fundierten Schriften ausgeführt. Also das heißt, wir haben es hier mit einer aggressiven Macht zu tun und bei der wollen wir auf gar keinen Fall weiter Mitglied sein, weil das kann nur Unheil heraufbeschwören. Und das, was so landläufig immer fälschlicherweise behauptet wird, die EU sei ein Friedensprojekt, das führt sich ja damit schon ad absurdum, dass ja 25 der EU-Mitgliedstaaten gleichzeitig NATO-Mitgliedstaaten sind und vor allem natürlich die großen und wichtigen EU-Staaten. Also das heißt, sie sind damit Mitglied bei einer Angriffsorganisation, denn das, was da so vordergründig immer ins Treffen geführt wird, also zur Sicherheit der Demokratie, das ist ja nur der Vorwand. Das ist ja völlig klar, das konstruiert man sich zusammen, damit man eben einen Grund hat für eine aggressive Machtpolitik. Und das ist in jedem Fall abzulehnen. Und ein kleines Land wie Österreich sollte auf jeden Fall den Weg wie die Schweiz gehen und sich aus diesen Konflikten heraushalten. Bedeutet aber natürlich eine bewaffnete Neutralität, damit man auch glaubwürdig die Neutralität darstellen kann in den internationalen Prozessen. Und dazu bekennen wir uns selbstverständlich. Es gibt Rechtsprechung, die diese Dinge eingrenzt. Aber man hat es in Kraft treten lassen, das strategische Konzept der NATO, was eben auch sich Einmischung erlaubt in Krisen anderer Länder, ohne dass sie da zustimmen müssen. Genau. Da gibt's aber ein Urteil vom Deutschen Verfassungsgericht, Aktenzeichen 2 BVE 6 aus 99, was sagt, egal was ihr da reinschreibt in das strategisches Konzept, es darf nur so weit angewandt werden, wie der Nordatlantikvertrag und die UNO-Charta das erlaubt, also nicht zum Angriff. Und das Lissabon-Urteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts hat Gummivorschriften zum Militäreinsätze erlaubt, aber auch nur unter der Prämisse, dass sie nicht zum Angriff verwendet werden. Aber die Vorschriften sind jetzt einmal da. Und die Frage ist natürlich, ob die Rechtsprechung, wenn die sich irgendwann ändert.
Dann ja, das, meistens ist es dann so, dass das unter dem Druck des Faktischen dann natürlich irgendwie aufgeweicht wird. Hinten auch findet man sich dann irgendwelche logistischen Begründungen dafür. Aber wir sehen ja schon verbal, was läuft. Wenn man die Stellungnahmen, die veröffentlichten, von der mancher Politiker betrachtet und vor allem auch, wenn man sieht, was unsere Medien schreiben, das wird in Deutschland vermutlich nicht sehr viel anders sein wie in Österreich, dann ist das eigentlich schon längst eine Kriegshetze. Schon allein von der Diktion her, wie da umgegangen wird, die einen werden immer hingestellt, dass die irren und ich weiß nicht, die werden mit also fürchterlichsten Ausdrücken bedient sozusagen, ja, und die anderen sind immer die Schäfchen, ja, quasi, ja, die nur Gutes tun, also diese Schwarz-Weiß-Malerei, Gut und Böse, die da erfolgt, die lässt schon Böses erahnen, ja. So beginnt das immer. Und es war immer so, dass die Menschen den Krieg ja auch zu spät erkannt haben. Das war 1913 so, wo die Zeichen an der Wand schon da waren und 1939 ähnlich. Man erkennt das immer zu spät. Also wenn, dann muss man es vorher erkennen, damit man es noch abwehren kann. Ja. Und ein Weg dazu ist eben, die EU nicht weiter zu stärken, sondern sich eben rechtzeitig auch davon zu befreien. Und das Beispiel Österreich könnte ja dann auch Schule machen. Wir sehen das an den Reaktionen. Also ich gebe die letzten zwei Tage nur Interviews für in- und ausländische Medien. Das haben wir in dieser Form überhaupt nicht erwartet. Also dieses Ergebnis in Österreich des Volksbegehrens, des EU-Austrittsvolksbegehrens, hat international enorme Wellen geschlagen. Und es wird also reihum jetzt transportiert, zum Teil sogar mehr wie in unseren eigenen Medien. Man sieht, dass dieser Wunsch überall gegeben ist und ich glaube, dass da jetzt ähnliche Bestrebungen stärker werden, auch in den anderen Staaten. Ich nehme der Webseite des Volksbegehrens, dass 8 Tage, wenn man jeweils den Beginn bis Ende des Tages mitzählen darf, vom 24.06. bis zum 1.07. Zeit gewesen ist, sich einzutragen für das Volksbegehren. Und ich habe ebenfalls entnehmen dürfen einer Veröffentlichung der österreichischen Nachrichtenagentur APA OTS vom 1.07., die ja wiederum das Innenministerium Österreichs gefragt haben, dass 268.159 Leute unterschrieben haben. 261.159. Okay, da habe ich da vielleicht einen Zahlendreher. Die genaue Zahl haben, ja. Okay. Und wie viel hätten es denn sein müssen? Also sein hätten es 100.000 müssen. Damit es im Parlament behandelt wird, da gibt es genaue Vorschriften. Also wir haben das um fast das Dreifache überschritten. Aber was man da vor allem dazu sagen muss, wir hatten ja so gut wie überhaupt keine Medienunterstützung, beziehungsweise auch Information durch die Medien war nicht gegeben. Das heißt, es hat ja mindestens ein Drittel, wenn nicht vielleicht sogar bis zur Hälfte, der Österreicher von diesem Volksbegehren gar nichts erfahren. Sie haben gar nicht gewusst, dass sie diese Möglichkeit überhaupt haben. Wir sind ja nur Bürgerinitiativen, wir haben weder Geld noch Apparat, dass wir das im großen Stil unter die Leute gebracht hätten. Und die Medien einschließlich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ORF, der ja an sich eine Veröffentlichungspflicht hätte, haben die Menschen praktisch überhaupt nicht informiert darüber. Wir haben eine ganze Minute im österreichischen Fernsehen gehabt. Eine Minute. Ja? Also vor Beginn der Eintragungswoche, dann nie wieder und auch vorher nicht. Also da kann man natürlich nicht erwarten, dass die Gesamtbevölkerung überhaupt mitbekommt, was es da gibt. Das haben weitgehend wir selber unter die Leute bringen müssen. Wir haben zwar fast 1 Million Flugblätter insgesamt dann verteilt und natürlich auch verschiedene andere Aktivitäten gemacht, aber wir haben 6,4 Millionen Wahlberechtigte. Also können Sie sich vorstellen, wie viele es gar nicht erfahren haben. Und vor diesem Hintergrund ist dieses Ergebnis also enorm. Es ist das zweitbeste Volksbegehren in den letzten 11 Jahren in Österreich und die anderen Volksbegehren wurden von potenten, finanziell und personell potenten Betreibern geführt. Das kann man eigentlich überhaupt nicht vergleichen. Also man sieht, dass der Wunsch der Bevölkerung nach dem Austritt aus dieser EU sehr, sehr groß ist und das Ergebnis wäre ja noch ganz anders gewesen, hätte es da wirklich eine korrekte Information gegeben. Jetzt steht in dem Text des Volksbegehrens, also die Frage, die gestellt werden soll, dass das Parlament
eine Formulierung zum EU-Austritt vorlegen soll. Moment, da steht, der Nationalrat möge den Austritt der Republik Österreich aus der Europäischen Union mit Bundesverfassungsgesetz, welches einer Volksabstimmung zu unterziehen ist, beschließen. Was bedeutet Bundesverfassungsgesetz? Ist das ein Gesetz zur Änderung der österreichischen Verfassung? Ja, es ist eigentlich ein Gesetz zur Wiederinkraftsetzung der österreichischen Verfassung, die ja nach wie vor existiert, aber wir haben ja auch die EU-Verfassung gleichzeitig ins Recht gesetzt, also unsere Politiker haben das leider gemacht mit, sodass wir, also es gibt ja de facto eine EU-Verfassung, eben den geltenden EU-Vertrag, den Lissabon-Vertrag, der ist ja nur aus taktischen Gründen nicht mehr Verfassung genannt worden. Das heißt, wir haben einander zwei widersprechende Verfassungen. Das ist sowieso ein eigentlich rechtlich unhaltbarer Zustand. Und wir wollen eben diesen Teil der österreichischen Verfassung, nämlich die EU-Verfassung, wieder loswerden und unsere rein österreichische Verfassung wieder in Kraft setzen. Da steht alles drin, was wir brauchen, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Und den EU-Vertrag, den brauchen wir eben nicht mehr. So ist das zu verstehen. Und das, was beschlossen werden soll, soll auch den Rang vom Verfassungsrecht haben, wenn ich das richtig verstehe. Selbstverständlich, das muss es auch haben, denn das war ja beim Beitritt zur EU auch so. Ein Staatsvertrag, der Beitritt zu einem Staatsvertrag ist natürlich eine Gesamtänderung der Bundesverfassung. Deshalb wurde ja auch eine Volksabstimmung hier angesetzt. Und das Gleiche würde gelten dann auch für den Austritt aus der EU. Da trifft sozusagen der gleiche Sachverhalt zu. Es ist eine Änderung der Bundesverfassung, aber de facto ist es ein Rückgriff auf die bestehende österreichische Bundesverfassung, die wir sowieso haben. Die EU-rechtlichen Teile sind ja nur dazugekommen. Wann wird denn jetzt voraussichtlich die eigentliche Volksabstimmung stattfinden? Ja, das ist natürlich jetzt noch ein langer Weg. Die parlamentarische Behandlung beginnt überhaupt erst Ende August. Da gibt es ziemlich genaue Fristenläufe. Da sind einmal Ausschussberatungen, da gibt es eine öffentliche Expertenanhörung. Da werden wir unsere Experten natürlich auch beiziehen können. Ist eben öffentlich, kann auch Publikum zusehen. Dann wird es irgendwann ins Plenum des Nationalrats kommen. Also wir rechnen, dass das auf jeden Fall erst Jahresende, vielleicht sogar erst danach sein wird. Und es ist auch nicht gesagt, dass es zu einer Abstimmung darüber im Parlament kommt, aber es kann zu einer Abstimmung kommen. Das könnte sozusagen gleich im ersten Verfahrensteil irgendwie stattfinden. Es kann aber auch sein, dass es erst ein, zwei Jahre später dann einmal stattfindet. Da steht dann jeder politischen Partei frei, diesen Antrag im Parlament zu stellen, damit es dann eben auch zu einer Abstimmung kommt. Und wir glauben, früher oder später wird das der Fall sein, wenn 261.000 Bürger bei diesen Rahmenbedingungen, die ich ja schon genannt habe, da wissen die Parteien alle ganz genau, was das in Wahrheit bedeutet, was für ein großer Teil der Wähler das möchte. Und auf Dauer kann man Wähler nicht übergehen, wenn man als politische Partei auch überleben will, nicht? Und sie riskieren ja auch nichts bei einer Volksabstimmung in dem Sinn, ja, weil es können ja alle Befürworter auch wieder hingehen. Es wird ja auch demokratiepolitisch dann niemand übergangen. Also eine Abstimmung über den Austritt aus der EU, eine verbindliche Volksabstimmung, die dann für die Regierung natürlich verbindlich ist, der Ausgang, da haben alle wieder die Möglichkeit hinzugehen und ja, das Ergebnis ist dann eben von Freund und Feind zu akzeptieren. Sie haben gesagt, dass Sie sehr viel Medieninteresse bekommen, wenn und auch von außerhalb der EU. Von wo aus schaut man denn, was in Österreich geschieht? Also wir haben jetzt Anfragen bekommen, die ich natürlich auch erledigt habe, ja, meistens mit verfilmten Interviews sogar aus mehreren Staaten, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Italien und auch aus Russland, nicht? Weil unsere Haltung in der Russlandfrage hat sich natürlich dorthin auch herumgesprochen und damit ist dieses ganze Vorhaben in Österreich für dort auch interessant. Russia Today hat schon einen ziemlich großen Bericht gebracht. Also ja, es wird dort natürlich auch verfolgt. Und ich glaube, es wird auch noch einiges dazukommen an Reaktionen an internationalen, weil es ja dort zum Teil auch noch nicht bekannt ist, nicht? So wie es bei uns in Österreich ja weitgehend totgeschwiegen wurde, trotzdem sind so viele Menschen hingegangen. Und auch da ist es ja so, dass es viele Bürger jetzt noch gar nicht wissen. Es ist allerdings jetzt in den Medien schon einiges mehr gekommen, zum Teil sogar große Berichte, als wir vorher gehabt haben. Also das Ergebnis selber wird jetzt auch allgemein selbst in den Medien so kommentiert. Da gibt es ja teilweise lustige Kommentare jetzt auch. Ja, wieso ist denn das möglich, dass die so viele Stimmen haben, obwohl sie medial totgeschwiegen wurden? Also da schreiben die Medien nicht selber. Das ist schon interessant auch, nicht? Also es ist schon ein bisschen ein Bann jetzt gebrochen. Wir haben das Gefühl, das ist jetzt eine Aufbruchsstimmung im Land,
die Bürger erkennen jetzt, dass sie nicht allein sind mit dieser in gewissem Sinn vielleicht auch revolutionären Forderung, sondern dass das wirklich ein doch beträchtlicher Teil der Bevölkerung ist. Man muss das ja auch hochrechnen. Viele haben sich ja nicht getraut, hinzugehen. Ja, das ist ja nicht so einfach, offen mit Name und Adresse und Geburtsdatum und Ausweisleistung ins Gemeindeamt, ins Magistrat zu gehen und dort vor dem Beamten zu unterschreiben. Die Menschen sind ja teilweise abhängig auch von den Herrschenden und das erfordert schon eine ordentliche Portion Zivilcourage, sowas zu machen. Und das ist schon gewaltig, dieses Ergebnis, und das ist etwas, auf dem man aufbauen kann. Es ist mutiger, als wenn man ins Wahllokal geht und nur dokumentiert, dass man abstimmt, aber das ansonsten geheim macht. Ja, freilich, nicht eben. Bei jeder Wahl, jeder Parteienwahl sozusagen, macht man halt ein Kreuzerl anonym in der Wahlzelle. Also das erfordert natürlich keinen Mut, ja, das erfährt ja niemand, nicht? Aber hier muss man ja mit Name und Adresse und Ausweisleistung also wirklich vor der Behörde erscheinen, nicht? Und was man auch dazu sagen muss, es sind ja beträchtliche Teile der Bevölkerung ja ausgeschlossen gewesen von der Möglichkeit, das Volksbegehren zu unterstützen. Zum Beispiel alle Auslandsösterreicher. Die dürfen bei einem Volksbegehren nicht mitstimmen. Es sind aber 400.000 Österreicher, über 6% der Gesamtbevölkerung sind das, die aus familiären oder beruflichen Gründen vorübergehend im Ausland eben wohnen, keinen Wohnsitz in Österreich haben, aber österreichische Staatsbürger sind. Die dürfen bei Wahlen selbstverständlich wählen, können sie aufs Konsulat gehen oder eben per Briefwahl auch, aber bei Volksbegehren dürfen sie nicht mitwirken. Das ist eine der vielen Ungerechtigkeiten, die da sowieso auch da sind. Und dann ist ja auch der Termin sehr spät gewesen. Das ist ja die letzte Juniwoche quasi gewesen. Da sind viele schon auf Urlaub. Familien mit kleinen Kindern, die noch nicht schulpflichtig sind, gehen natürlich zu solchen Zeiten auf Urlaub, damit sie halt nicht dann in die überfüllten Hotels in der Hauptferienzeit gehen müssen. Auch ältere Menschen gehen teilweise früher schon auf Urlaub im Juni und nicht in der heißen Zeit. Also ein nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung konnte sowieso nicht mitwirken. Also auch vor diesem Hintergrund ist das ein großes Ergebnis. Eine ähnlich weitgehende Frage wird ja in der nächsten Zeit ausschließlich in Großbritannien gestellt werden. Mhm, genau. Da gibt es, da hat ja die britische Regierung bzw. konservative Partei oder seine Exzellenz doch Regierungschef David Cameron das versprochen. Nur die Frage ist dort andersherum. Da wird die Frage gestellt, ob man in der EU drinbleiben will. Ja gut, ich meine, im Endeffekt läuft das auf das Gleiche hinaus. Es ist halt nur eine andere Formulierung, nicht? Ich meine, es ist, was Cameron will, ist schon klar, nicht? Er will sicher nicht austreten aus der EU, oder seine Partei, Teile der Partei wahrscheinlich schon, aber die EU-Führung glaube ich eher nicht. Aber sie haben eben auch gesehen, dass es in der Bevölkerung da eine Stimmung gibt dafür, und ja, dann hat sich das eben so entwickelt, dass man diesen Schritt jetzt gehen wird. Das ist sicher auch wichtig für die weitere Entwicklung. Alles, was in diese Richtung geht, da wird es ja verschiedene Wege gehen, aber das kann in etwa zum gleichen Ziel führen, und die EU ist einfach dann nicht mehr so unumstritten, und die Macht, die die Kommissare und vor allem auch der EU-Rat jetzt haben, die Staats- und Regierungschefs, die wird irgendwann einmal auch begrenzt werden dadurch. Sie können dann eben nicht mehr alles machen, wenn der Widerstand in den Ländern steigt, nicht? Auch das ist ja ein Nebeneffekt dabei, nicht? Es fällt ja auch auf, dass teilweise schon, ja, es nicht nur freundliche Reaktionen gegeben hat, dass die Griechen über die Frage abstimmen, über einen bestimmten Sparvorschlag, der letzte Verhandlungsstand, ob sie da Ja zu sagen oder Nein zu sagen. Und das österreichische Volksbegehren geht ja wesentlich weiter. Naja, sicher, es war ja bei Griechenland schon auffallend, kaum wurde die Volksabstimmung verkündet, haben am nächsten Tag die Banken zugemacht, ja. Also, ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Man versucht ja eben, die Leute unter Druck zu setzen und ihnen Angst zu machen und eben buchstäblich den Geldhahn zuzudrehen. Also, es wird den Menschen schon schwer gemacht, frei zu denken und in Ruhe über etwas zu entscheiden, wenn man sie finanziell derartig unter Druck setzt, nämlich vor allem die einfachen Menschen, die ja, so wie es jetzt in Griechenland ist, sowieso schon nicht mehr viel haben. Also da sieht man ja ganz deutlich, welch Geisteskind eigentlich diese Machthaber heute sind.
Sie schrecken auch vor solchen Maßnahmen nicht zurück. Und das muss einem zu Recht Angst machen, weil was wäre dann der nächste Schritt? Wird man dann mit Gewalt auch womöglich noch gegen die Leute vorgehen, die Widerstand leisten? Das ist ja auch gar nicht so von der Hand zu weisen, denn die EU hat sich ja das Recht gegeben, im Falle von Aufruhr oder Aufstand, auch da hat die Exekutive das Recht zu töten. Das steht in der Grundrechtecharta der EU so drinnen. Das ist noch nicht angewendet worden, aber man kann nie wissen, und wenn man sich so ein Recht gibt, expresses Verb ist, dann hat das auch einen Hintergrund. Ja, das ist, man bezieht sich da auf die Europäische Menschenrechtskonvention des Europarats, und in der ist wiederum das Recht auf Leben, was Bekämpfung von Aufstand und Aufruhr angeht, schwächer geschützt, als es dem Wortlaut der EU-Grundrechtecharta entspricht. Und wenn man diesen Querverweis nicht kennt, denkt man, die EU-Grundrechtecharta würde das Recht auf Leben besser schützen als manche nationale Verfassung. Ja, aber trotzdem nicht. Man muss sich ja fragen, die Lage hat sich ja verändert. Wer hätte gedacht, ja, vor 20, 30 Jahren, dass man sowas überhaupt braucht, so eine Bestimmung gegen Aufruhr Aufruhr oder Aufstand, ja. Das sind ja dehnbare Begriffe geworden heute. Sind das dann Proteste von Umweltschützern oder von Bauern, denen man also unsinnige Regeln vorschreibt, wenn die dann irgendwo protestieren? Das ist halt dann auch ein Aufruhr oder Aufstand. Das ist ja dann eine Definitionsfrage. Man hat sich da einen relativ weiten Spielraum gegeben, und das ist gefährlich genug. Man sagt ja Aufruhr und Aufstand. Und Aufruhr kann also kein Aufstand sein. Aufruhr ist dann irgendetwas, welche Intensität auch immer, wo niemand gestürzt werden soll. Genau, nicht? Also das sind ja Gummibegriffe im Grunde genommen. Das ist ja auch eine Definitionsfrage. Wo endet ein Aufstand, wo beginnt ein Aufruhr oder umgekehrt? Ja, also nicht, man hat sich rechtlich sozusagen, ist man abgesichert, wenn man so drastische Schritte dann irgendwann einmal machen würde. Und das ist schon dramatisch, nicht? Das mit der EU-Grundrechtecharta ist ja nur eine Schutzlücke. Aber wir haben ja auch noch die Solidaritätsklausel, wo man bei vom Menschen verursachten Katastrophen, wenn der betroffene Staat das selber darum bittet, die EU gemeinsam einmarschieren kann. Artikel 222 AEU-Vertrag. Und da gibt es inzwischen Ausführungsbestimmungen zu. Und Aktenzeichen 2014/415/EU. In dem Entwurf dazu wollte die Kommission das Kommando über die Truppen haben, aber das hätten dann doch, so ist es nicht beschlossen worden, das hätten dann doch die Minister gemeinsam. Mhm. Trotzdem Militäreinsätze im Innern, die Ausführungsbestimmung dazu stehen, und beim von Menschen verursachte Katastrophe kann auch etwas sein, laut diesen Ausführungsbestimmungen, was eine Gefahr darstellt für Eigentum. Fragt sich, wessen Eigentum? Nicht nur Naturkatastrophen oder Terror oder so etwas. Natürlich. Und also faktisch die Vorschriften, die genau diese Schutzlücke ausnutzen, die gibt's schon. Ja, eben. Nicht? Man hat sie nur Gott sei Dank noch nicht angewendet. Ja, freilich. Nicht? Aber man weiß nicht, ne? Ich meine, die Situation in Griechenland zeigt uns jetzt schon, was alles möglich ist. Nicht? Das ist ja jetzt die Rede davon, dass die Sparguthaben um ein Drittel enteignet werden sollen in Griechenland. Also wenn solche Maßnahmen einmal ernsthaft im Raum stehen und womöglich in den nächsten Wochen auch stattfinden werden, dann muss man sich fragen, wo hört das auf, nicht? Die Sparguthaben, dachte ich, die 8.000 Euro übersteigen. Nicht, ja, nicht alles, nicht von den Ärmsten. Das sind ja nicht so gewaltige Beträge, nicht? Also da kann man nicht mehr davon reden, dass das nur die Millionäre betrifft, ne? Das stimmt. Ja, und also diese ganze Entwicklung, nicht? Und viele Menschen, ja, haben das in Österreich natürlich auch gesehen. Das hat ja relativ gleichzeitig jetzt mit der Griechenland-Krise stattgefunden. Das war natürlich ein Zufall. Die Eintragungswoche des Volksbegehrens, weil ja an der seit Jahren gearbeitet wurde. Insgesamt haben wir 5 Jahre gearbeitet daran, dass es überhaupt zu diesem Ergebnis kommt und dass diese Eintragungswoche angesetzt wurde. Es war ja ein Volksbegehren, das offiziell von der Republik Österreich im Endeffekt dann organisiert werden musste, weil wir die Voraussetzungen dazu eben erfüllt haben. Aber dass das akzeptiert wurde, da haben wir 5 Jahre drum gekämpft. Also dass diese Eintragungswoche jetzt mit der Griechenland-Krise zusammenfiel, das war ein Zufall. Aber natürlich hat das auch eine gewisse Rolle sicher gespielt. Wobei bei manchen Menschen es vielleicht auch sogar dazu geführt hat, dass sie nicht unterschreiben gegangen sind, weil so eine Situation auch Unsicherheit hervorruft und das normalerweise nicht dazu führt, dass die Leute mehr Mut bekommen, sondern eher weniger. Also man kann nicht sagen, ob uns das jetzt geholfen hat oder nicht, aber jedenfalls
ist es so, dass es vor Augen geführt hat, was alles möglich ist in einem EU-Staat. Und wir brauchen nicht glauben, dass das eine reine griechische Sache ist. Das kann anderen Staaten ganz genauso passieren. Also, was mir zu Österreich aufgefallen ist, ich glaube, es ist die Hypo Alpe Adria gewesen, die einen größeren Finanzbedarf gehabt hat als gedacht. Und dann sind da laut deutschen Wirtschaftsnachrichten Fragebögen verschickt worden von der EZB und wo es auch darum ging, inwieweit man Vertrauen hat in die österreichischen Banken, aber auch in die österreichischen Staatsfinanzen. Was hat das mit der Hypo Alpe Adria zu tun? Also genau so, wenn man solche Situationen so aufbauscht, kann man auch bei einem finanziell wesentlich besser dastehenden Land wie Österreich, kann man genauso eine Stimmung gegen die Staatsfinanzen aufbauen. Ja, selbstverständlich. Und bei uns ist es ja auch so, dass die offiziell ausgeworfene Staatsverschuldung, da gibt es ja viele Bereiche, die ausgelagert werden, die ASFINAG zum Beispiel, die Finanzierung der Autobahnen, der hochrangigen Straßennetze in Österreich, ist ein milliardenschwerer Brocken, die scheinen gar nicht auf, ja, in den Schulden. Also viele Bereiche, die eigentlich auch staatliche Bereiche darstellen, werden da gar nicht ausgeworfen. Also die eigentlichen Verpflichtungen, die wir haben, sind ohnehin höher als die offizielle Staatsverschuldung und die ist ja schon beträchtlich. Ja, das geht ja jetzt schon bis zu 80%. Also man fragt sich ja ohnehin, wann das jemals zurückgezahlt werden kann. Und auch da wäre es für uns wesentlich besser, wir würden aus dem Euro wieder aussteigen. Professor Schachtschneider hat das ja ganz genau untersucht in seiner Schrift Argumente für den EU-Austritt. Da steht das genau drinnen, dass unsere Staatsschulden, wenn wir wieder zur eigenen Währung zurückkehren, dass die dann nach und nach geringer würden, weil wir würden leicht aufwerten und das wäre dann eine der Folgen davon. Also wir müssen die Schulden natürlich zurückzahlen, aber das wird umso schwerer, je mehr wir immer für die EU an Finanzierungsbeitrag leisten müssen. Das ist gewaltig, die jährlichen Mitgliedsbeiträge. Auch Deutschland muss ja diese zahlen im selben Verhältnis, im annähernd selben Verhältnis wie Österreich. Da ist natürlich dann nominell noch sehr viel mehr. Und wenn wir immer so viel Geld nach außen hin abfließen lassen müssen, dann wird es uns auch nicht gelingen, unsere eigenen Verpflichtungen zu erfüllen. Und das muss aber sein. Sonst kann man überhaupt auf die Dauer nicht mit einer friedlichen Weiterentwicklung rechnen. Ja, und ich meine, wenn ein Staat irgendwann mal seine Schulden reduzieren will, selbstbestimmt, da ist es ja auch das Problem mit den ESM, wo die Gläubiger dann drängen können, in Staaten Insolvenzverfahren zu gehen, was eben nicht selbstbestimmt ist. Naja, genau, nicht. Und diese ESM-Verpflichtungen und auch die EFSF-Verpflichtungen mit diesen riesigen Haftungssummen, die Österreich ständig bereithalten muss im Budget, die können binnen 8 Tagen abgerufen werden. Das kann ja jetzt zum Beispiel gerade auch bei Griechenland passieren oder für Griechenland passieren oder auch bei anderen Staaten eben. Die würden auch wegfallen sofort bei einem Austritt Österreichs aus der EU, denn diese sind gebunden an die Mitgliedschaft der EU. Genauso wie auch der Euratom-Vertrag, bei dem wir auch Mitglied sind, also die Europäische Atomgemeinschaft, müssen wir auch mitfinanzieren, weil wir Mitglied der EU sind. Auch dieser Vertrag ist an den EU-Vertrag gebunden und in dem Moment, wo wir aus der EU ausscheiden, würde beides wegfallen. Also sowohl finanziell als auch in dem Fall in ökologischer Hinsicht. Wir wären dann eben nicht mehr verpflichtet, die Förderung der Atomenergie auch mit österreichischen Steuergeldern jährlich zu bezahlen. Wenn Österreich jetzt austritt aus der EU, was wird denn dann aus der österreichischen Sicherheitspolitik? Klar, bewaffnete Neutralität, aber wie lässt sich das praktisch sicherstellen, zum Beispiel, dass man da nicht isoliert wird? Und wie lässt sich das im Handel sicherstellen, dass Österreich nicht isoliert ist, wenn es dann nicht mehr Mitglied der EU ist? Naja, also isoliert ist die Schweiz sicher auch nicht. Der nicht Mitglied der EU ist, ja, und in der eine mögliche Zustimmung zu einem EU-Beitritt laufend im Sinken begriffen ist. Also das ist noch viel weniger, als es damals bei der letzten Abstimmung war. Die Neutralität ist ja ein anerkanntes völkerrechtliches Instrument, das von allen Staaten auch geschützt wird. Wir müssen sie nur selbst auch glaubwürdig leben, was wir eben jetzt nicht tun. Und vom Handel her haben wir dann überhaupt keine Probleme. Wir sind ja ganz normal, bleiben Mitglied der Welthandelsorganisation, können Verträge abschließen mit allen anderen Staaten, wie wir es ja vorher auch hatten. Wir können jederzeit der EFTA wieder beitreten, die ja eine europäische Freihandelszone ist. Die Schweiz ist ja dort auch dabei.
die hat Handelsverträge sowieso über die EFTA auch mit vielen, also Assoziationsabkommen mit vielen außereuropäischen Staaten auch. Wir könnten dann vor allem auch den Handel mit den BRICS-Staaten intensivieren. Die sind ja eigentlich die großen Hoffnungsmärkte der Zukunft. Die EU-Märkte selber sind ja ohnehin gesättigt. Da haben wir ja eher das Problem, dass zu viel produziert wird, dass man nicht weiß, wohin man die Produkte eigentlich verkaufen soll. Also da ist ja wirtschaftlich sowieso nicht so viel zu holen. Aber eben in den erwähnten BRICS-Staaten wäre das viel interessanter. Und diese Märkte sind uns ja jetzt in Wahrheit verwehrt durch die Wirtschaftssanktionen der EU im Gefolge der USA gegen Russland. Und das wäre natürlich dann sofort beendet und dann könnte ein normaler Handel auch mit diesen Staaten wieder begonnen werden. Also wir haben wirtschaftlich sicher keine Probleme. Im Gegenteil, es könnte dann auch das Bestimmungslandprinzip durchgesetzt werden, was in der EU eben nicht geht. Der Europäische Gerichtshof hat seit Jahrzehnten gnadenlos das Herkunftslandprinzip durchgesetzt im Handel. Das heißt, es können alle Produkte oder müssen alle Produkte importiert werden, egal mit welchen ökologischen und sozialen Bedingungen sie hergestellt werden. Das hat dazu geführt, dass die multinationalen Konzerne ihre Produktionsbereiche ins Billiglohnausland verlegt haben. Ich glaube, das Problem wird Deutschland auch kennen. Und es wird dann eben herein importiert zu Dumpingpreisen, womit die eigene Wirtschaft dann auch erdrückt wird und vor allem auch hier die Arbeitsplätze verloren gehen. Deshalb haben wir so eine hohe Arbeitslosigkeit. Wir haben derzeit die höchste Arbeitslosigkeit der Zweiten Republik überhaupt. Und das könnte eben wieder geändert werden, wenn das Bestimmungslandprinzip angewendet wird, was innerhalb der WTO möglich ist, aber nicht in der EU. Das heißt, es müssten nur die Produkte importiert werden, die zu den gleichen sozialen und ökologischen Bedingungen hergestellt werden wie in Österreich selbst. Und dann wird es auch wieder interessanter für produzierende Bereiche in Österreich zu produzieren. Ah, die WTO hat ja, glaube ich, nur diese Meistbegünstigungsklausel, dass man die anderen nicht benachteiligen darf. Aber wenn das Bestimmungslandprinzip dann in Österreich für alle gleichermaßen gilt, ja, dann ist das ja keine Benachteiligung. Richtig, ja, ja. Das ist eben genau der Punkt und das ist dann eben wieder möglich. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, der wenigen Menschen bekannt ist, weil es eben von den Medien überhaupt nicht transportiert wird. Aber gerade das wären die wichtigen Dinge, die man den Bürgern mitteilen sollte. So müssen es halt wir tun und wenn Sie es jetzt auch tun in Ihrer Sendung, dann wissen schon ein paar Leute mehr wieder. Ja, herzlichen Dank für den Überblick über das österreichische Volksbegehren und ja, für das, was an Entscheidungen auf dem Spiel steht und was man nun entweder selber entscheidet oder von der EU halt, wo die EU dann halt mitbestimmt, ob es jetzt Frieden ist und Neutralität, ob es Freihandel ist. Ja, wir brauchen vor allem wieder eine Volkswirtschaft, eine eigene, für die Bürger und nicht für die Konzerne. Derzeit herrschen die Konzerne und alles andere wird plattgewalzt und das ist sicher für niemanden eine gute Zukunft. Okay, herzlichen Dank für das Interview. Ja, gerne. Und dann, ja, viel Erfolg für das Volksbegehren. Ja, danke vielmals. Auf Wiedersehen und auch Ihren Hörern alles Gute.